Er ist heute nicht mehr aus der Unterhaltungsbranche wegzudenken. Jens Knossalla. Der König des Internets begeistert im Netz Zehntausende und unterhält sie mit seiner ganz eigenen Art, jeden Tag aufs Neue. Dabei hat das Livestream auf der Plattform Twitch ihn zum endgültigen Durchbruch geführt. Seine Entertainer-Karriere und das große Talent von Knossi zeichneten sich allerdings schon viel früher ab. Seine Anrufe in Fernsehshows und die Teilnahme an verschiedensten TV-Formaten sind bis heute legendär. Knossi ist sehr offen und ehrlich zu seinen Fans. Die Privatsphäre bleibt dadurch auch mal mehr oder weniger auf der Strecke. So sieht man Jens Knossalla auf Twitch oder Instagram auch mal mit seiner eigenen Mutter im Stream sitzen und über Kindergeschichten des Königs selbst sprechen. Er betreibt seinen Instagram-Account Knossi sehr aktiv, indem er seine Follower, von denen sich mittlerweile knapp 1,3 Millionen, Tendenz steigend, auf seinem Kanal tummeln, jeden Tag mit Stories auf dem Laufenden hält. Auch dabei tut er das, was er am besten kann: unterhalten. Auch durch härtere Zeiten schafft Jens Knossalla es gemeinsam mit seinen Fans. So erklärte er in einem seiner Streams auch die Geschehnisse mit seiner Ex-Frau Tamara Knossalla. Die beiden hatten sich 2020 getrennt und waren vorher 7 Jahre lang verheiratet. Mit ihr hat Jens Knossalla außerdem ein Kind. Monate nach der Trennung kam es allerdings bereits zu glücklicheren Nachrichten. Der Entertainer ist mit Influencerin Lia Mitru zusammen und wirkt mit seiner neuen Freundin mehr als glücklich. Vielleicht darf man sie dann schon bald als Frau von Jens Knossalla und somit Königin des Internets betiteln? Das Vermögen. Vermögensmagazin.de schätzt 2 Millionen Euro, welches sich Knossi über die Jahre hart erarbeitet hat, wird noch lange nicht alles sein, da der sympathische Showman immer neue Dinge plant und immer größer denkt. So fand im Juli des Jahres 2020 das Angelcamp statt, welches für Knossalla ein voller Erfolg war. Es konnte Zuschauerzahlen von über 300.000 aufstellen, bis heute Rekord in Deutschland. 2021 wartet ein neues großes Projekt auf den Entertainer. Für seine eigene Late-Night-Show, täglich frisch geröstet, steht Jens Knossalla als Moderator vor der Kamera. Mehr als 10 Jahre habe ich dafür gekämpft, eine Late-Night-Show zu moderieren. Und nun soll es soweit sein. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit meinem Idol Stefan Raab, sagte Jens Knossalla über seine neue Aufgabe. Knossi erinnert mit seiner Gabe, aus jeder Situation ein Event zu basteln und Menschen zu unterhalten, in der Tat an sein großes Idol Stefan Raab. Dieses Talent konnte er auf Twitch perfektionieren und die Reichweite aufbauen, die er damit verdient. Eine Reichweite, die mit Sicherheit noch nicht ihren Zenit erreicht hat. Das von Stefan Raab produzierte Format, täglich frisch geröstet, mit Moderator Knossi, wird dabei sicher helfen.